In diesem Film zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Social-Media-Profile auf Ihrer Makler-Homepage verlinken können. Um ins Dashboard zu gelangen, klicken Sie wie gewohnt oben links auf Ihren Namen oder Ihre Domain und anschließend auf Einstellungen und Social Media. In der ersten Box können Sie nun bestimmen, welche Social Media Profile verlinkt werden sollen. Ich nehme jetzt mal Facebook und Xing. Nun sind die URLs Ihrer Profile gefragt. Hierzu kopiere ich mir einfach die URL meines Facebook-Profils aus der Browserzeile und füge sie in die Makler-Homepage ein. Dasselbe mache ich jetzt auch mit meinem Xing-Profil. Ist dieser Schritt erledigt, kann festgelegt werden, wo auf der Homepage die Verlinkungen ausgegeben werden sollen. Diese Einstellungsmöglichkeiten variieren je nach Template, also Design. Als letztes kann ich noch die Optik der Button bestimmen. In den nächsten beiden Boxen Social Media Teilen und Bookmarks können Sie bestimmen, ob und wo genau die Webseitenbesucher den Inhalt Ihrer Makler-Homepage auf Social Media Plattformen veröffentlichen und somit beispielsweise Weiterempfehlungen teilen können. Wie oben wird auch hier abgefragt, welche Portale gewünscht sind und wie die Buttons aussehen sollen. Wie immer müssen auch diese Änderungen gespeichert werden.